Joho, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Life. Unser Fantasieleben geht jetzt schon über eine Woche und das Let's Play kommt sehr gut an. Ich bin begeistert. Wir sind auch jetzt richtig mitten in der Story drin und in der letzten Folge ist uns ein Verdammnisstein ins Haus gekracht und wir suchen jetzt noch einen. Dieses Biest, es wollte mich bei lebendigem Leib fressen. Ich will doch nur spielen, Bruder Herz. Nur spielen? Er ist eine tobende Bestie. Und warum hat er so eine seltsame Farbe? Sieht tatsächlich ein bisschen dunkel und schattig aus. Mamfi, was ist nun mit dir passiert? Sei doch nicht so eine Heulsuse, Butch. Er hat sicherlich nur eine schlimme Erkältung. Bald wird er wieder ganz der Alte sein. Komm schon, wir müssen weiter. Wenn wir hier bleiben, finden sie uns sicher. Lass ihn erst einmal hier. Ihr könnt ja nicht lesen, aber auf dem Schild steht Zutritt verboten. Was ein Gekritzel. Ich konnte die Wörter nicht entziffern. Du hast ja nicht zur Belustigung von doofen Schmetterlingen gemalt. Ich habe euch doch schon mal in Castell gesagt, ihr sollt euch um eure eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich warne euch, bleibt weg, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Oh, will denn niemand beim armen Amphi helfen, wieder normal zu werden? Ich will alles tun, alles. Behauptet nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Komm schon, Butch, verschwinden wir. Ja, Bruderherz. Okay, wie es aussieht, ist es halt nicht gut, wenn diese komischen Verdammnissteine neben Monstern sind. Und ich glaube, das ist gerade passiert, weil dieses Mamfi klingt ganz nach einem Monster. Apropos Monster. Hier ist ja noch ein Monsterschatz. Können wir mal looten vorher. Ein Amulett, nicht schlecht. Und Professor Hugo, der Wissenschaftler des Königreichs Castells, will den unbedingt in die Finger kriegen. Und der Junge hier, dieser von den Paladin gesuchte Junge, nebenbei bemerkt, interessiert sich auch für die Verdammnissteine und irgendwie stecken wir jetzt gerade mitten im Schlamassel. Zumindest klingt es für mich so. Oh, da ist der Verdammnisstein. Und das Mamfi. Was ist das? Ein Monster umhüllt von seltsamen Schatten. War der Forscher deshalb so besorgt? Wir wollen keinen Ärger, wir wollen nur den Stein. Wow! Ach du lieber Himmel, das war aber knapp. Ich glaube, hier hilft kein Verhandeln. Wenn Hugo recht hat, können wir nur versuchen, ihm eins über die Rübe zu ziehen, bevor es durchdreht. Und das ist leichter gesagt als getan, wenn ich nur in seine bösen Augen blicke. Warte! Ist das wütend oder traurig? Findest du nicht auch, dass es eher gequält als wütend aussieht? So als würde es gar nicht gewalttätig sein wollen, als ob eine seltsame Macht es dazu zwingt. Könnte das die Auswirkung des Verdammnissteins sein? Hey Mona, versuch den Verdammnisstein zu zerstören. Ihn zerstören? Aber er ist doch ein wertvolles Forschungsobjekt. Glaubst du wirklich, es ist Zufall, dass das Monster die gleiche Farbe wie der Stein hat? Das Monster den Verdammnisstein angreifen. Wir haben keine Zeit zu entscheiden, was besser ist. Mona, du musst etwas tun. Ich greife den Stein an. Und mach ihn fertig. Au, 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 au. Sieh mal! Oh, wie süß! Mamfi! Alles klar! Ich kann es nicht fassen. Es war tatsächlich die Auswirkung des Verdammnissteins. Flatterling, du scheinst sehr viel über Verdammnissteine zu wissen. Oh, nein, ganz und gar nicht. Das habe ich nur gut kombiniert. Sieht so aus, als hätte Flatterling einen scharfen Verstand und der Mut von Mona die Bestie gerettet. Schaut mal alle her. Seht ihr, wie hübsch der Verdammnisstein jetzt ist? Der Stein ist in Wirklichkeit so etwas wie ein Schatz. Hehehe, ich wusste, hier geht etwas Seltsames vor sich. Oh, das Gekritzel, so tut verbunden Schild und die Fußabdrücke draußen. Als ob sie allen sagen wollten, hier ist der verdammte Stein, kommt und holt ihn euch. Also, wo ist mein verdammter Stein? Wir haben ihn zerstört. Was? Wir haben ein kostbares Wissenschaftsartefakt zerstört? Wir haben ihn zerstört, das hier ist übrig geblieben. Oh, das ist der verdammte Stein, den ich zerstört habe? Versuche nicht, mich aufzuhalten, Bruderherz. Mir ist ganz egal, ob du mein Bruder bist. Ich kann nichts und niemand aufhalten. Auch wenn es bedeutet, dass ich den brüderlichen Eid brechen muss. Ich muss Mamfi retten. Das werde ich nicht zulassen, Butch. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du alleine gehst. Mit anderen Worten, ich gehe mit dir. Bruderherz. Oh. Ah! Professor Hugo, das sind die, die uns den Stein geklaut haben. Butch, lauf! Warte, Bruderherz. Hä? War das eben Mamfi?
Mamphi! Du dummes Vieh, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Also man ist in der Welt und Riveria geht hier vor. Offenbar ist Mamphi dem Stein zu nahe gekommen und deshalb durchgedreht. Ein Schatten legt sich über ihn und er fing an, Leute anzugreifen. Das war ganz schön erschreckend. Doch als Mona den Stein zerstört hat, ist er wieder ein niedliches Haustier geworden. Oh, eine solche Lösung ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, da sie weit unter meinem Niveau liegt. Und dieses hübsche Fragment blieb zurück. Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss zurück zum Schloss. Jeder haut euch nützlich und bringt dieses Fragment mit zurück. Wenn ihr nichts weiter zu tun habt, räumt die Trümmer weg, die den Weg in den Westen blockieren. Jawohl! Heute Morgen hättet ihr beinahe erschlagen worden und nun habt ihr den Verdammtsstein neutralisiert. Dafür gebührt euch den Wissenschaftspreis für glückliche Zufälle. Einen schönen Tag auch. Auf zum Schloss! Was für ein komischer Kauz. Der Wissenschaftspreis für glückliche Zufälle. Macht der Witze? Ich lach mich kaputt. Hä, wie war das? Du fragst einen Jungen nach seinem Namen? Nun ja, ich denke, ich könnte ihn dir sagen. Es ist nur so, wie wär's, wenn du mich einfach Blaumütze nennst? Es ist nur so, mein echter Name, er passt im Moment einfach nicht zu mir. Hä? Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Vielen Dank, dass du mir heute geholfen hast. Tschüss, Blaumütze. Wiedersehen. Was für ein seltsamer Junge. Könnte er... Nein, vergiss es, ich freue mich sehr, dass ich den Verdammnisstein sehen konnte. Alles klar, Mona, lass uns nach Hause gehen. Ich hoffe, das Dach ist bereits repariert. Das hoffe ich auch. Sonst habe ich echt ein Problem. Regnet mir das die ganze Zeit rein. Ein Lederhut. Cool, ist der vielleicht besser als unser Suppentopf? Oder Pisspot, je nachdem, wie man es nennen möchte. Tatsache. Schick. Jetzt habe ich einen Motorradhelm auf dem Kopf. Oh, Mamphi, geht's wieder gut. Dein Flan scheint ihn beruhigt zu haben. Noch nicht fertig mit Flan. Diesmal sind aber Freunde drin. Oh, Mamphi ist wieder glücklich. Okay, das ist immer die gleiche Konversation. Ja. Oh, ich wollte hier niemanden hauen. Ah, schön. Haben wir etwas erfolgreich abgeschlossen? Kein Stress mehr. Auf zur östlichen Grasebene. Ja, das eklige, gekritzelte Schild ist auch weg. Die Raupen können mich mal. Könnten wir hier vielleicht noch den einen oder anderen bösen Kopf erledigen? Ich weiß ja nicht. Wir können zum Beispiel mal hier so ein Karottier zuschotten. Wow. Ich glaube, wir sind ein bisschen sehr stark geworden. Eine Karotte. Hatten wir hier sonst noch andere Quests, die wir hier auf der östlichen Grasebene erledigen könnten? Milch. Dafür muss ich jedes Mal zu der Kuh gehen. Kohl. Wo kriege ich Kohl her? Schafsfleisch. Dafür muss ich Schafe hauen. Waldpilze. Dafür muss ich in den Wald. Ah ja, sehr verdächtiger Auftrag. 5 Prisen Giftstaub. Ja, nicht mal so einfach, das hier alles zu erledigen. Wir können noch ein paar Schafe hauen. Oder eine Biene. Ich bin eine Biene, ich bestäube dich. Na, keine Chance. Wir müssen noch ein paar Schafe hauen, damit wir an Fleisch kommen. Immer wenn die respawnen sind, komme ich wieder nach Hause. Die denken sich auch so, ey, wie du mit dir? Nix. Na komm schon. Nix. Oh, Schafsfleisch, sehr gut. Ein bisschen fehlt noch. Hier haben wir noch ein paar Schafis. Komm her, haha. Spitz! Hey! Ja! Hey! Hey! Aua! Das hat auch nicht ganz viel Schaden gemacht, wie gut! Schafspelz und schon wieder Schafspelz. Da sind noch Banditen! Au, der hat mich unterbrochen, die blöde Kuh. So, ich mach die jetzt einfach mit meinen normalen Attacken platt. Was jetzt davon? Ja, dann hau doch die Boss-Truhe von deinem Kollegen. Da hab ich auch kein Problem mit. Ich nehme die eh nicht mit. Eh kein Interesse daran, die mitzunehmen. Ein bisschen Geld, wozu? Aua, die Banditen tun ganz schön weh. Die Geräusche, die er von sich gibt. Da tut er einem fast leid, aber nur fast. Da oben sind gleich mehrere. Da kann ich deswegen gleich mein Schwert gezückt halten. Schöner Rundumschlag. Hier ist auch noch mal einer.
Schlitz! Oh, Schlitz! Aha! Ist gut jetzt. Mona muss immer tausendmal zuhauen. Ich wollte nochmal nach da oben gehen und mich umgucken. Einmal drauf und einmal drum und Schlitz, Schlitz, Schlitz. Eins. Au, eins, zwei. Krieg meine Kombo nie durch. Die Viecher sind immer viel zu schnell platt. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, Quests. Oh, Auftraggeber. Moment. Erstmal nehme ich mir hier leckeren Braten mit. Hm, was geht hier ab? Oh, hallo, ich bin Hänsel. Ich bin damit beauftragt, dieses Gebiet zu bewachen. Es ist zwar meine Aufgabe, Reisende vor Monstern zu beschützen, aber ich bin überarbeitet. Die Grasnehmer allein halten mich auf Trab mit all den Monstern, die dort hausen. Ich habe einfach keine Zeit, auch die Bergregion zu bewachen. Das ist das eigentliche Problem. Sag mal, willst du vielleicht 10 Rasierschnäbel für mich besiegen? Sie sind wie wilde Hühner. Dies ist ein offizieller Auftrag und die Belohnung kommt aus der königlichen Schatzkammer. Kannst du dies für 1000 Gulden und 3 Ausdauertränke tun? Ja, aber klar. Du schaffst das. Besieg die 10 Rasierschnäbel. Lass sie nicht deine Knöchel anpicken. Okay, cool. Was gibt's jetzt hier? Ah, eine Söldnerin, nicht wahr? Ein gutes Leben, stimmt's? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin der berühmte reisende Söldner Gustav. Leider kann Gustav jetzt nicht reisen. Er langweilt sich hier, aber er hat seine Befehle. Ach, ich weiß, du sollst Gustav oft besuchen. Ich kann dir alles über Söldner beibringen. Okay, cool. Können wir Gustav immer mit uns mitschleppen. Gustav! Gustav. Okay, gab's denn hier noch irgendwas? Ich glaube erstmal nicht, ne? Mal abgesehen von den großen Viechern hier. Sind noch ein paar Karottiere. Die habe ich jetzt einfach mal alles gerade aus dem Boden gelockt. Zack. Daneben geschlagen. Kann ja auch gut. Richtiges Talent dafür. Hm, entgiftende Beeren. Ist gut, das ist ein natürliches Gegengift. Da unten sind nur irgendwelche Bienen. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder. Ja, dass wir was pflücken können. Ich weiß. Ich habe da wertvolles Pflückgut übersehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Sehr gut. Das lief ja mal richtig gut jetzt hier. So, dann hauen wir jetzt noch den da. Blitz. Aua. Blitz. Blitz. Und Final Cut! Ist gut, jetzt ist. So ganz kriegt das ja nicht raus. Also ich hau einmal zu. Zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei. Oha. Und eins, zwei, drei. Ah, dann kann ich nochmal so einen Schwung machen. Okay, das ist ein bisschen Timing-abhängig. Alles klar. Es ist einfach Timing-abhängig, wie ich das mache. Kriegen wir hin. Da, 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 da. Was meint ihr, wann sollen wir unser nächstes Leben beginnen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also normalerweise habe ich das jetzt immer so in dem Dreh gemacht, aber vielleicht... Achso, ich kann ja auch per Schnellreise, ne? Wir sollen zurück nach Hause, zurück in mein Zimmer. Ja, auf geht's. Dopp, 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 schnupp, schnupp. Ja, ich sollte zu Mac. Mac ist nicht in meinem Zimmer. In meinem wunderschönen, gruftigen Sarg. Oh, hallo, Mac. Ja, der Schreiner hat das Loch im Dach im Nu geflickt. Wunderschön. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Es ging ratzfatz. Habt ihr den anderen Verdammnisstein gefunden? Ja, haben wir. Dank der Hilfe von Mona haben wir ihn gefunden. Du meine Güte, ich verstehe. Du bist ein lustiger kleiner Schmetterling, nicht wahr? Es scheint, du und Mona seid ein gutes Team. Och, wenn die Suche nach Verdammnissteinen so viel Spaß macht, freut mich das. Ha! Ach, übrigens, Professor Hugo oder wie er auch hieß, hat euch etwas vorbeigebracht. Er hat mich gebeten, es euch zu übergeben. Er sagt, es sei ein kleines Dankeschön. Ui, nett. Außerdem hat er mir angeboten, das Dach zu reparieren, aber das war bereits erledigt. Nun, nach dem ganzen Umherlaufen heute bist du ganz schön erschöpft, nicht wahr? Ich habe das Bett frisch bezogen. Es ist kuschelig weich. Schlaf gut, meine Liebe. Sage von Lunaris 1. Abgeschlossen. Alles klar. Läuft bei uns. Und wir haben Level 7 erreicht. Wahnsinn. Huch.
Ich wusste es. Sie ist hier. Ein Schmetterling, der sich in ein Mädchen verwandelt. Hey, du da auf dem Dach? Hä? Oh, entschuldige. Ich komme sofort runter. Oh je, nein, nein, bleib, wo du bist. Aber fall mir bloß nicht herunter und brich dir den Hals. Verstanden? Übrigens, ich sehe dich oft dort oben. Wo kommst du her? Von irgendwo. Nur nicht von hier. Oh, das soll hier kein Verhör sein. Aber darf ich dich zwei Dinge fragen? Und die wären? Manchmal sehe ich dich, wie du hoch zu den Wolken redest. Du hast mich gehört. Bekommst du denn je eine Antwort? Ja, natürlich bekomme ich eine Antwort. Sie sprechen direkt zu meinem Herzen. Du bist sehr redegewandt, Liebes. Es ist seltsam, aber ich habe das Gefühl, dich von irgendwoher zu kennen. Hier ist meine zweite Frage. Wie heißt du, Liebes? Ich frage dich das, weil ich nicht immer Hey du rufen möchte. Julia. Mein Name ist Julia. Ich habe nur mal jetzt so nebenbei am Rande sie immer so ausgesprochen, als ich das Spiel gespielt habe, so in meinem Kopf. Das könnte jetzt auch Julia heißen oder Julia. Ich habe keine Ahnung, wie man es eigentlich ausspricht. Schreibt es in die Kommentare, damit ich es lernen kann. Aber ich fand immer Julia klang irgendwie so fantasiemäßig. Nun, Julia, meine Liebe. Warum kommst du nicht herunter? Und ich koche uns beiden eine schöne Tasse Tee. Oh, ja, sehr gerne. Also das Mädchen, das immer auf unserem Dach sitzt, ist Julia. Oder Julia, oder Julia. Oder Julia. Tja, gut. Dann war es das erstmal wieder mit der heutigen Folge. Fantasy Life. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten. Und wir sehen uns dann ganz bald schon wieder, wenn die Story weitergeht. Wenn wir die Verdammnissteine wohl anscheinend auch weiter erforschen werden. Ich bin gespannt. Okay, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Wirsing!